So, herzlich willkommen zum fünften Teil von Let's Install Counter-Strike Source auf einem Debian-Root. Wir werden uns heute nicht mit dem Meta und dem Source-Mod beschäftigen, sondern vielmehr damit, wie updaten wir den Server, nachdem es ein serverseitiges und ein clientseitiges Update gegeben hat. Und das Ganze sieht dann für den Klienten, also für den Spieler, so aus. Der Server, zu welchem Sie eine Verbindung herstellen wollen, nutzt eine ältere Version des Spielers. Ja, kann man leider nicht viel machen. Der Client selber kann gar nichts machen. Also der Spieler, der muss dann auf einen anderen Server wechseln. Also verbinden wir uns als erstes direkt mit unserem Server. Melden uns als Server an. Das heißt, den Benutzer, an dem der Server läuft. Geben unser Passwort ein. Und jetzt führen wir eigentlich nur denselben Befehl aus, wie wir ihn auch zum Installieren benutzt haben. Dazu schauen wir als erstes nach, ob unser Steam überhaupt hier ist. Natürlich. Also das HLTS Update Tool brauchen wir nicht updaten. Nur Steam ausführen. Minus Command Update minus Game. Dann sagen wir ihm noch, welches Spiel. Das ist natürlich Counter minus Strike Leerzeichen Source. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch, welchen Ordner. Und jetzt sehen wir wirklich ganz genau denselben Ordner wie auch bei der Installation. Das ist bei uns Home Server CSS SR CDS. So, jetzt sehen wir auch, er updatet als erstes das HLDS Update Tool auf eine neue Version. Kann natürlich einen kleinen Moment dauern. Schnell mal zwischendurch. Ihr seht auch, ich benutze ein anderes System. Leider hat sich mein System ein bisschen wie verabschiedet. Ich nehme das hier gerade woanders auf, um das schnell zu machen. Sehr wichtig. Und die nächste Folge wird auch noch einen kleinen Moment dauern, bis meine neue Hardware eingetroffen ist, beziehungsweise eigentlich nur mein neues Mainboard. Und dann wird das Ganze mal weitergehen. Ich denke, das dürfte dann so Anfang nächsten Monat dürfte das dann ankommen. Und bis dahin werde ich immer nur, wenn irgendwelche Updates kommen, schnell ein Video machen. Ist ja nur etwas über eine Woche, dürfte verkraftbar sein. So, 5 Minuten und ein Brötchen mit Bratwurst später halten wir dann den Befehl oder beziehungsweise die Ausgabe Steam Linux Client Update, please retry the command. Das heißt, jetzt haben wir erstmal Steam auf die neueste Version gebracht. Also erstes HLDS Update Tool und dann Steam. Und mit dem neuen Steam können wir jetzt unseren Server updaten. Dazu führen wir denselben Befehl noch einfach nochmal aus. Wir sehen jetzt auch schon, jetzt fängt er an. Wir erhalten also im Moment gerade neue Sounds. Ich werde das Ganze wieder pausieren, bis es fertig ist. So, noch ein Brötchen mit Bratwurst. Später ist er dann auch fertig. Wir sehen jetzt, dass er wunderbar geupdatet hat. Er hat lauter Zeug runtergeladen, ist bei 100%. Ohne Fehler durchgelaufen. Jetzt werden wir als nächstes erstmal unseren Server neu starten. Dazu gehen wir in den Screen mit minus R und auch nicht. Der Server wurde angehalten. Das ist natürlich noch besser. Dazu brauchen wir nur wieder starten. Das muss ich jetzt leider auf diesem Server mit dem Admin-Account machen, also als Root. Sonst lässt sich der Server auf dem CYBGME-Server nicht starten. Und sollte sich natürlich nicht vertippen.
dann können wir direkt etc-init.de statt ab CSS statt ausführen. Jetzt können wir uns hier auch direkt in den Screen einloggen, sehen, wie der Server startet. Activated. So, ich habe Counter-Strike zwischendurch schon gestartet. Können wir uns jetzt direkt auf unseren Cybic.me Community Server verbinden? Und das ist die 27.065. Wir sehen auch schon, also wir können uns jetzt verbinden, wir erhalten keine Fehlermeldung mehr. Noch etwas runterladen. Eine neue Installation. Na komm schon. So, weil die Aufnahme zwischendurch hängen geblieben, wir sind jetzt auf unserem Server. Wir fahren wieder in eine dunkle Ecke, damit wir den Text lesen können. So, und jetzt können wir direkt über die Konsole Admin eingeben. Und wir sehen, meine Admin-Plugin funktioniert auch noch. So. Trotzdem empfehle ich aber immer, nach solch einem Update die Versionen zu überprüfen. So, googeln wir einfach nach MoneyAdmin Plugin. Das war nicht MoneyAdmin. So sollte es natürlich aussehen. MoneyAdmin-Plugin.com. Ach, ja, wir sind doch richtig. Das ist die neue Webseite, entschuldigt bitte. War doch etwas verwirrt. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir die neueste Version sehen. Releases. Das ist Version. .2.22.9 für Orangebox. Das Ganze vergleichen wir natürlich mit unserem Server. So, da sehen wir, dass wir genau diese Version benutzen. Wir brauchen also nicht updaten das MoneyAdmin-Plugin. Ich empfehle das Ganze aber in 1 bis 2 Tagen nochmal zu checken, denn das Update ist recht frisch. Wenn das MoneyAdmin jetzt einen Bug aufweist, ist es gut möglich, dass das MoneyAdmin-Update noch die Tage kommt. Also immer mal nachschauen. So, und das war's dann auch schon. Unser Server läuft jetzt auf der neuesten Version. Also wir haben clean. Wir brauchen eigentlich nur den Startbefehl nochmal, den Installationsbefehl nochmal genauso ausführen. Und nochmal kurze Erläuterung in unserem Start-Stop-Script. Und zwar in diesem hier. Start-up-CSS. So, natürlich. Wenn wir das betrachten. Auch, sollten wir es natürlich nicht verschreiben. Also den Strich hier nicht wegmachen. Wenn wir das betrachten, haben wir hier hinten den Befehl -auto-update.
Dieser Befehl bedeutet nicht, dass der Server geupdatet wird. Dieser Befehl steht rein nur dafür, dass bei einem Server-Crash der Server neu startet. Ja. Und der hat eigentlich nichts, erst ein bisschen irreführend. Eigentlich müsste Auto-Restart heißen, aber ist egal. So, können wir hier alles beenden. Und das war's dann. Unser Server ist jetzt auf der neuesten Version. Und wie gesagt, es geht dann Anfang nächsten Monat weiter mit dem Meta-Mod und dem Source-Mod. Und bis dahin sage ich einfach mal, have fun and a nice day.